Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines. Und ja, ich habe mich wahrscheinlich die letzte Folge ein bisschen lächerlich gemacht, oder die letzten Folgen, als ich die Autobahn aufgestellt habe und so weiter und so fort. Aber die Autobahn steht jetzt erstmal und ob die optimal oder suboptimal ist, das wird sich noch zeigen. Ich werde die wahrscheinlich nochmal so ein bisschen rumführen oder so. Von oben sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, aber ich weiß, das ist komplett, ja, wie sagt man? Es ist in der Not entstanden. So würde ich das mal sagen. Kranke Bürger, der Boden ist verseucht. Warum ist denn der Boden hier verseucht, bitte? Können wir mal erklären, warum der Boden da verseucht sein soll? Boden, Boden, Boden. Ausgehende Verbindungen, Bevölkerung. Irgendwo gibt es doch Bodengrundwert oder so ein Scheiß. Erwerbergebiet, bla bla bla. Gesundheit. Der Boden ist doch da gar nicht verseucht. Ah, hier, Verschmutzung. Warum ist der Boden denn hier bitte verseucht? Also, bitch, please. Da ist überhaupt nichts verseucht. Ich hab keine Ahnung. Ich hau hier einfach an die Hauptstraße oder sowas. Ein Krankenhaus hin. So, dann werdet ihr wieder gesünder. Ich meine zwar, ich habe schon irgendwo ein Krankenhaus, aber was soll's. Für die Gesundheitsversorgung nochmal etwas verbessert. So, Wasser haben wir genug. Strom haben wir auch genug. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich eine neue Region anfangen soll oder nicht. Das wäre jetzt der nächste Schritt oder die nächste Frage, die ich euch da stellen würde. Was auf jeden Fall in dieser Stadt bzw. in dieser Region noch kommt. Ich werde noch ein bisschen Zeit hier verbringen bis nach meinem Urlaub. Ich fahre nämlich jetzt eine Woche in den Urlaub. Versuche euch natürlich trotzdem noch mit Videos zu versorgen. Aber ich möchte ganz gerne das Nahverkehrssystem etwas besser hinstellen. Denn ja, das ist ein bisschen sehr... wie soll ich es am besten formulieren? Eng? Nicht so schön? Nicht so schön trifft es eigentlich ganz gut. Ich werde mal das Ganze ein bisschen anders positionieren. So, dafür pausieren wir das Ganze einfach mal. Gehe trotzdem mal in den Nahverkehr. Ich würde aber ganz gerne nichts bauen, sondern ich würde das gerne nehmen und verschieben. Und zwar baue ich hier unten etwas hin. So. Dann baue ich... Ich glaube, ich sollte das auch ein bisschen dichter bauen. Ist alles immer so ein bisschen eng hier bei mir gebaut. Der Quatsch. So, das passt. Dann werde ich hier hinten auf jeden Fall ein paar Stationen noch hinstellen. Die Station kann von mir aus hier nach oben. Die kann irgendwie... Wie packe ich die am besten hin? Ich baue die hier hin. Dann bauen wir hier natürlich so eine Station hin. So, hier außen einfach ein bisschen. Von mir aus kann auch hier eine Station lang. So. Ist jetzt zwar ein bisschen teurer, aber Nahverkehr kostet halt leider Geld. Kommt man nicht drum rum. So, und ich werde das Schienennetz eben versuchen, ein bisschen dichter zu halten. Ganz einfach, da haben wir schon eins. Da haben wir auch eins. Dann baue ich hier noch ein Netz hin. Hier. Hier. Ja, dann von mir aus hier oben. Das kann dann dahin. Nee, eigentlich würde ich ganz gerne hier außenrum etwas bauen. So, einfach mal ganz außen so ein bisschen. So. So. So, das ist ja erstmal der grobe Plan. Ich würde ganz gerne das Zeug hier jetzt abreißen. Nee, das nicht. Sondern die Tunnel baue ich alle mal neu auf.
Das wird zwar jetzt Geld kosten, aber... So ist es dann halt. So. Ich muss die Linien dann auch noch löschen. Habe ich hier, kann ich hier irgendwie sagen, dass ich eine Linie löschen möchte oder so ein Scheiß? Ich weiß es gerade nicht. So. Zack. Zack. Teuer, teuer, ey. Das werde ich mir wahrscheinlich nicht mal komplett leisten können. Gefälle zu steil? Okay. Das kann ich nicht hier richtig rüberbauen. Warum das denn? Nee, Gefälle zu steil, sagt er hier. Aber ich kann es auch nicht hochbauen. Schade, dass es bei den U-Bahnen nicht die Möglichkeit gibt, quasi die Bahn draußen langfahren zu lassen. Dann lasse ich das mal, mache ich das mal rückgängig eben. Lasse ich da einfach mal hier langfahren. So. Gefälle zu steil. Unglaublich. Ich krieg die da nicht rüber. Wie blöde ist das denn, ey? Ich krieg diese dumme Bahn da nicht rüber. Kann ich machen, was ich will. So wird es gehen, aber dann habe ich das Ding nicht mehr im Netz drin. Das ist ja völliger Schwachsinn. Kann ich hier eine Weiche irgendwie abziehen oder sowas? Ich kann das so rumbauen. Ich mache das mal so lang, so lang. Wir verbinden das dann nochmal schöner. Multibahnhof quasi. So, das ist dann zumindest nach einem groben Plan gebaut. Vom Schienennetz her. Das ist erstmal der Kreis. Ja, mache ich das so. So hier, so hier. Jetzt kommt wieder Gefälle zu steil. Nee, glücklicherweise nicht. So, dann habe ich noch ein paar Stationen, die nicht angebunden sind. Ich glaube, ich mache das hier unten doch mal ein bisschen was, ein bisschen anders. Weil mir das in der Position gerade nicht so gefällt. Das hier. So. Das so rum. Jetzt kann ich sagen, zack, zack. So gefällt es mir besser. Okay, nehme ich einfach mal eine Linie, die quasi hier komplett sich entlang dreht. So. 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 Ist nämlich tatsächlich auch immer nur ein kleiner Bereich, der dann zufriedengestellt ist. Aber es macht dann zumindest, was die Infrastruktur angeht, das Ganze ein bisschen angenehmer. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass es einen schönen Effekt haben wird. So genau weiß ich das ja noch nicht. Dann gibt es auf jeden Fall... Ich habe nicht mehr allzu viel Geld. Das ist aber auf jeden Fall... Kann ich schon mal
hier etwas machen. So einen zentralen Bahnhof sollte es am besten geben. Der ist irgendwo direkt in der Stadtmitte. Und wenn ich mir das so angucke, ist Stadtmitte natürlich hier irgendwie in der Region. Also tatsächlich hier irgendwie. So. Und weitere muss ich dann halt noch bauen, ne? Gibt es auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne von hier nach hier drüben nochmal irgendwie eine Strecke bauen. So an der Hauptstraße vielleicht. Bauen wir das mal hier lang. Und ich könnte noch ein Teil gebrauchen. So. Ist er jetzt schon angeschlossen hier? Komm her. Es ist manchmal ein bisschen schwierig zu deuten, ob die Schienen jetzt dran sind. So. Perfekt. Die lasse ich da mal hier mit reinfahren. Und von mir aus kann die Linie dann hier rausfahren. Zur Endstation. Aber das setze ich dann woanders hin. Und zwar hier. In die Stadt. Fährt dann hier lang nochmal. Und hier lang. Ach, nicht genug Geld. Nicht genug Geld. Ich baue schon mal die Linie auf. Also die Linie soll von hier losgehen. Neue Linie. Neue Linien hinzufügen. So. Du. Gehst hier lang. Hier lang. Ins Zentrum. Hier rein. Vielleicht baue ich da irgendwann nochmal eine Station zwischen. Hier lang. Hier lang. Hier. Hier. Die habe ich leider noch nicht. Und dann eigentlich zurück. So. Dann die Linie zurück. Dann lasse ich das erstmal und dann machen wir hier noch eine andere Linie hin. Sobald ich das Geld habe. So. Ja, mal gucken. Vielleicht funktioniert das ja, so wie ich mir das vorstelle, auch von der Entschlackung des Stadtverkehrs. Da brennt's mal wieder. So. Das sieht zumindest halbwegs gut aus. Was haben wir denn hier? Was verlangen die denn? Nicht genügend Verkaufswaren. Gebäude in dicht besiedelten Gewerbegebieten. Die haben nicht genügend Verkaufswaren. Ach so. Fehlt denen Industrie. Ja, das kann natürlich gut möglich sein. Ich habe ja hier nur so eine Industrie mittlerweile. Ich kann hier oben nochmal eine andere Industrie hinstellen. So ein normales District. Das muss dann aber von hier rüberkommen. Die Autobahn geht hier runter. Die teilt sich hier. Das ist auf jeden Fall ganz gut, glaube ich. Glaube ich. Ich werde die vielleicht hier irgendwann nochmal rumziehen und hier anschließen. Aber dafür möchte ich dann dieses Feld nochmal haben. Das wäre so ein Autobahnkreis quasi haben. Ein Stadtring. Das wäre noch so der große Masterplan. Jetzt wäre allerdings noch interessant, dass ich hier irgendwie rüberkomme. Ich bin aber noch ein bisschen ratlos, wie am besten. Da könnte ich eigentlich nochmal die Autobahn teilen. Und zwar nicht die, sondern diese hier. Da muss ich nur gucken, dass ich das irgendwie schön hinbekomme. So.
baue ich mal eine kleine Kurve hier lang. Na, machen wir es mal gerade. So. Und von mir aus kann hier eigentlich ein kleiner Autobahnzubringer. Ja, da ist jetzt der. Das Feld bereits belegt. Versuchen wir es mal hier lang. Hier scheint es zu gehen. Kann so ein kleiner Autobahnzubringer eigentlich hier noch runterführen. Falls man da noch abfahren möchte. Und von mir aus auch. Hier lang. Gefälle zu steil. Jetzt mal gerade. So. Ja, wo ich den jetzt anschließe, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Lass ich erstmal so da stehen. Können wir immer noch machen. Ja, Industriegebiet auf jeden Fall. Kriegt ein paar schöne Straßen. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwelche grundgegebenen interessanten Teile haben. Da kommt dann nochmal ein Güterzugverkehr hin, würde ich sagen. Aber ansonsten, ja, war es das erste Mal von dieser Folge. Haben ein bisschen was geschafft. Ja, müssen wir noch eine produzierende Industrie scheinbar aufstellen, damit sich das Gewerbegebiet, dass die Gewerbegebiete da nicht so schimpfen. Werd vielleicht hier in der Region nochmal einen Güterzugbahnhof hinstellen, damit die Gewerbegebiete beliefert werden können. Und ja, dann hoffe ich, euch hat es soweit gefallen. Falls ja, lasst mir noch einen Daumen da und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Ryu. Tschüss.